Voll out, voll in, das alles macht keinen Sinn. Mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Im letzten Part haben wir die Stadt Nipton durchsucht, die von der Legion komplett verbrannt wurde. Und wir haben hier jetzt die Entscheidung, wir könnten die Gefangenen retten. Oder ihr Pip-Boy hat eine Radio empfangen, ja. Feindliche Öffnung des Sierra Madre. Ach so, das ist, ja. Das ist Addon. Das schauen wir uns wann anders an, später. Ich habe es gekauft, noch nicht angeschaut, kein bisschen. Nicht mal ansatzweise. Aber das schauen wir uns trotzdem später an. So, unsere Aufgaben. Rausgeworfen. Die Gefangenen retten. Bevor wir das machen, speichern wir. Weil ich nicht weiß, ob wir vielleicht andere Möglichkeiten dort haben. Wenn wir mit der Legion reden, so, ja, hey, lasst doch frei hier. Ich gebe euch extra Geld. Ich weiß noch, wo mehr sind zum Gefangennehmen, bla bla bla, sowas. Wenn es jetzt echt nur ist, gegen sie kämpfen, dann laden wir und gehen woanders hin. Hier in diesem Canyon bin ich, sagen wir, öfters gestorben, weil dort oben Feinde sitzen. Das weiß ich noch. Diese Stelle habe ich mir wirklich ganz genau gemerkt, weil die mich angekotzt hatte. Ich laufe hier so durch und auf einmal hocken hier auf den Felsen oben Feinde, die mich abschießen. Das konnte ich nicht wirklich leiden. Und drum kommen wir jetzt von hinten mit einer Machete, während wir noch versteckt sind. Und dort zwei Freundliche sogar dabei sind. Nee, euch suche ich nicht. Aber gut, da oben was. Hier irgendwo. Oder ich glaube, das war sogar so gescriptet, dass die erst kommen, wenn man unten. Nein, warte, das. Das was. Da sind sie. Ich dachte schon, dass sie erst kommen, wenn ich unten entlang gehe. Nee, nee. Das wäre ja ein bisschen zu mies. Da sitzen sie. Da kommen sie. Na, reicht schon. Da Viper Revolver hält und so weiter. Bla bla bla. Macht Spaß? Ja, es macht Spaß und es reicht mir. Und ihr sollt beide sterben. Pam, pam. Bleiben wir mal ein bisschen stehen, dass ihr auch mal was erkennt. Oder töten wir sie mit VATS? Meine Fresse, die dicke Backen. Halleluja. Bam. Okay. Nein, dich wollte ich. Oh. Außer Reichweite. Jetzt aber. Hallo. Bam. Bam. Graf tot. Töten sie irgendwas. 100 von 200. Yeah. Oh, cool, ein Buttermesser. Was hast du so? Cool. So, da unten haben wir auch schon einen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Waffen ich alles hab, aber schauen wir mal. Boah, aber schon viel Scheiße wieder dabei. Hab ich irgendwas? Habe ich schon irgendeine coole Sniper? Nicht, oder? Nee. Gut, dann nehmen wir. Probieren wir es mit mehreren Sachen. 6, okay. 6. Und es kommt auf die 7. Ups, falsche Taste. Dass ich den überhaupt mit VATS gesehen habe. So, schnell speichern. Und versuchen wir hier mal so schnell runter zu gehen. Wo ist er? Da ist er. Hat er mich schon gesehen? Ja. So, jetzt bin ich unten auf seiner Höhe. Hier sind, glaube ich, überall Minen. Ja, hier sind überall Minen. Und da. Oh, noch, warte. Der muss weg. Hey, drunter liegt eine Mine. Oder so. Haben wir gleich mal die Mine genutzt. Nutzen gleich mal unsere schönen Waffenkenntnisse, die nicht existieren. Kriegen ein Level noch dazu geschenkt. Und machen Dietrich schnell auf. Was, was? Machen wir es auf 45. Machen wir es auf 40. Und dann gehen wir gleich zurück in das Haus mit einem Schnitt und dann holen wir uns das aus dem Ding vom Bürgermeister. Sprache erhöhen wir aber jetzt auch mal auf 45 und
Nahkampfwaffen ein bisschen. So. Wir sehen uns wieder erst im Haus des Bürgermeisters und dann sehen wir uns wieder genau hier. Ich bin ein Idiot, ich habe nicht mal eine Zeitschrift, um die Tricks zu erhöhen. Müssen wir uns eben eine Zeitschrift suchen. Dann gehen wir wieder hier oder noch ein Level. Machen wir es im nächsten Level. Bis gleich. Ich bin gerade aus Langeweile noch in ein Haus reingegangen und da war ein Roboter und ich versuche ihn nachzuahmen kurz. Bist du bereit für dein Vaterland zu sterben, du Hundesohn? Und ja, ich bin wieder aus dem Haus rausgerannt und ja, da liegt er zwar schon tot im Hintergrund, aber ich will ihn nochmal mit euch töten. Ja. Dann spielen wir einfach gleich von da aus weiter. So. Ziehen. Um die Ecke laufen. Angst haben. Kommt jetzt nicht mehr mit raus, oder was? Oder hat's gespeichert, bevor ich rein bin? Ah, okay. Geh mal rein. Ich auch von. Na gut, letztes Mal hat er mich fast getötet. Wow, warum war hier ein gefährlicher Killerroboter drin? Ein Revolver. Kann man immer brauchen. Wow, hier sind viele. Hier viele, viele Teile. Mr. Gutsy-Prototyp. Immer alles mit. Messer. Sieht aus wie eine Fliegenklatsche. Spachtel. Zündflamme. Alter Messi. Muss ja alles wieder aufsammeln. Terminal, schauen wir mal. Resette Zentralrechnerverbindung. Ich lese es kurz.